Mit großen Schritten Richtung Finale. Ein paar kleine Erledigungen gibt's noch zu tun, aber dann, denke ich mal, gilt es herauszufinden, können wir Crystal retten, den Planeten wieder zusammenfügen und können wir General Scales besiegen? Aber jetzt sind wir noch in der Tempelstadt. Wir haben schon den Sonnenweg komplett gelöst. Jetzt kümmern wir uns um den Mond. Oh Jemini. Da versuche ich gerade mal rauszufriemeln, was wir tun könnten. Ich probiere einfach mal ein bisschen was. Das können wir so tun, das können wir so tun. Der letzte ist natürlich auch kein Problem. Die Frage ist eher... Doch, das geht. Pass mal auf. Wenn wir den jetzt hier hinschubsen, kann der seinen Weg gehen. Also der braucht den auch gar nicht, aber der eben, der war das, den zu bekommen. Ja, super. Easy peasy. Und das gibt den ähnlichen Verlauf wie bei der Sonne. Hallo? 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 Da. Diese Bereiche gingen natürlich auch erst auf, nachdem wir wieder zurückgekehrt sind und dem Earthwalk-König zufällig einfiel. Ach, ihr braucht jetzt auch noch die Crystal Geister, ne? Wisst ihr Bescheid. So, und reinzoomen. Mondlicht. Wisst ihr, diese Zoom-Fähigkeit, die haben wir auch bekauft bei dem Händler. Wofür ist das gut? Zum Spannen oder was? Sehr, sehr spannend. Aber ich benutze es fast nie. Wozu braucht man das? Außerdem waren wir im letzten Part im Brunnenlabyrinth, haben die ganzen 8 Cheat-Tokens... Oha, was ist denn hier los? ...eingeworfen für die ganzen Nachrichten und Cheats und so weiter und so fort. Und ich verwandle mich einfach mal random in einen Sharpclaw. Ist klar. Was? Oh. Hä? Was zum Teufel? Ich habe das Rätsel jetzt nicht auf Anhieb gecheckt. Gib mir gefälligst nochmal Inferis her. Vandalisiere die Zeit. Also man darf nicht allzu lange drauf stehen bleiben. Du Schande. Psst, zum. Ich muss nur ganz langsam die entlang gehen. Wahrscheinlich erst nach einer Zeit runter. Andererseits brauche ich ja überhaupt nicht drauflatschen im Moment, oder? Geht das so klar? Das nennt ihr ein Rätsel? Lästig ist das. Okay, nächstes. Ein leerer Raum. Was gibt's hier zu erledigen? Krasses Zeitlimit. Ich verstehe schon. Ja, Try and Error. Das kann ich ja. Kann ich ja nicht wissen. Oh man. Ganz außen rumlaufen, aber da fehlt doch die Zeit dafür, oder nicht? Da brauchen wir ein paar Versuche. Das geht ja so ohne weiteres nicht. Aber ganz außen rumlaufen ist eine Option. Ja, guck, wir wären da gewesen. Eben waren die unsichtbaren Mauern noch ein Momentchen an Bord. Auch wenn es surreal erscheint, ist das der richtige Weg. Komm, Tricky. Möglichst versuchen. Ich gehe sogar hier ganz chill die Box aufmachen, obwohl ich es nicht nötig habe. Ist ja für die Energie. So. Na bitte, Brigitte. Wer ist Brigitte? Ich weiß auch nicht. So. Katsching. Und wieder so ein Glücksrad. Na, ich drehe am Rad, Mann. Und so. Na, wer das gecheckt hat. So, der Mond. Weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Fangen wir mit dem kleinsten Sichelmond an und lassen ihn immer fetter werden. Das ist eine Option. Na, ganz kurz ausrichten. Ui, schon
früher abziehen. Passt, wackelt und hat Luft. Ich bin gerade am überlegen, wo soll man die Sachen eigentlich hinbringen dann gleich? Ich glaube, da, wo wir auch die Zähne eingefügt haben, kann das. Erstmal einkassiert den Schinken. Schinkenspicker. Mondscheibe, setzt sie unterhalb des Tempels ein, um den Eingang zum Tresorschein zu offenbaren. Unterhalb. Geduld und Spucke. Ich nehme mal die Pflanze da. Mein voll aufgepimptes Magiometer kann noch ein bisschen was vertragen. Was, Tricky schreit Let's Play? Meinetwegen. Irgendwann verändert er seine Farbe. Ja, so wird man am besten einen Prinz Tricky los. Jetzt schließe ich den hier im Tempel ein und endlich ist Ruhe. Nicht Spaß. Er ist ja nicht lästig. Er ist ja kein Navi. Im Sinne von, ihr Zelda Ocarina of Time. Listen. Ihr wisst schon. Naja, ein bisschen lästig ist er schon. Aber er gehört halt dazu. Prinz Tricky ist schon länger in diesem Spiel eingeplant als Star Fox selbst. Crystal ebenfalls. So. Ach so, erstmal unten einsetzen. Warte mal, unterhalb. Das ist da, wo der König eingesperrt war. Der König auf Beugstoff-Mission. Guten Tag. Das war hier, ne? Nee, das war gar nicht hier. Lol. Hoffelkopter. Hier vielleicht? Ja. Okay, wo sind die feinen Stücke? Sind die beide? Sind die komplett? Ja, das wird. Hier kommt die Sonne rein. Mhm. Der freut sich, der hat nicht nur einen Zahn, der Red Eye, der hat jetzt sogar. Geile Symbole. Mensch, das hätten die Fox doch vorher sagen können. Dann hätten die Elfwalker mal schnell selbst diese Sachen holen müssen. Aber nein, nein, nein. Bloß keine Arbeit abnehmen. Immer mit dem faulen Dino-Hintern hier auf dem Gras hocken und sich ein bisschen bedienen. Auch mal die Dino-Weibchen ranholen und ein bisschen Vergnügen. Hauptsache nicht die Arbeit tun. Irgendwann so, oh ja, Fox, stimmt, du brauchst ja noch die Geister. Ja, mach das mal. Tschüss. Geht mal voll auf den Keks, ne? Die müssen doch selbst versteckt haben. Die hätten doch sagen können, jau, du hilfst uns also, den Planeten zu retten. Ist ja geil. Ey, am besten holen wir schon mal die Medaillen ran, ne? Wir hatten ja genug Zeit, seit wir das letzte Mal da waren, ne? Nein, alle untätig gewesen. Ein Fall für Frauentausch. Komm ich noch weiter nach oben? Hier irgendwo, ne? Ja. Das geht steil. Das ist jetzt schon der Schinken, der sich emporgehoben hat. So ist dem. Ab zum Cressor Palast. Oder, naja, nee. Cressor Palast müssen wir dir abliefern. Jetzt gehen wir erstmal einen Geist holen. Ich glaube, der war ganz schön, der war ordentlich special. Welche Teste hatten wir denn bis jetzt? Den Test der Observation? Der Test des Kampfes? Test der Angst? Test der Kraft? Was kommt an fünfter Stelle? Ich glaube, es ist sogar das zweitschwierigste. Aber es macht jede Menge Spaß. Fürchte aber, bis dahin haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Man wird uns den Geist nicht ohne weiteres überreichen. What? Was da? Wofür? Was? Einfach so? Ganz tricky? Ist nicht da. Muss ich da irgendwas draufstellen? Ist das gut? Burn! Firefox! Google Chrome! Oder geht einfach das Tor nach einer Zeit runter? Dass wir uns an dieser Stelle hätten beeilen müssen? Ach, was weiß ich? Doch, tatsächlich, so war's.
Wenn ihr wüssten, dass mir eigentlich total Schnuppe war. So. Machen wir das hier schön ordentlich. Weggefreezed. Das Feuerchen. So, den Ferris, oder? Sieht ziemlich klein aus. Ja, Mann. Aber andere Möglichkeiten gibt's ja nicht. Umdrehen und hochgucken, ob da ein Ferris-Zauber ist. Auch hier wieder Stoff geben. Da vorne wartet auch schon der Geist auf uns. Er geht mal auf den Geist, was? Sieht schon auch den coolen Rahmen. Alles klar. Test 5, Test des Wissens. Ordne die Items den entsprechenden Level zu. Wenn du siegst, werde ich dich zum Crossover-Palast begleiten. Was haben wir hier? Das ist das Horn der das ist Cloudrunner-Festung. Ist es nicht das? Kann... Nee! Das ist Sonne-Mond-Symbol. Ups, das ist die Tempelstadt. Funktioniert super. Nur eine Minute Zeit. Mondbergpass. Das ist das auch nicht. Okay. Aber dafür schon viel zu lange gebraucht. Was haben wir hier? Das ist... Lass es mal ganz kurz da. Ich kann es nicht ablegen. Ah, okay, cool. Was ist das denn hier? Für eine Gegend. Ja, da lege ich nicht gut an der Zeit. Ach, leck mich doch mal nicht. Was haben wir hier? Der Stoßzahn, das ist die Tempelstadt. Die Red-Eye-Zähne. Aber noch 20 Sekunden, was ist bei euch los? Noch schneller vielleicht? Snowhorn. Hä, wo ist denn das Snowhorn hier? Wo ist denn das? Soll das das Snowhorn darstellen? Nein. Was ist das für ein Ort? Ja, das geht nicht so ohne weiteres, leider. Gut, ich gehe den Weg nochmal. Wir sehen uns wieder beim Crossover-Geist. Dann wollen wir doch nochmal. Also, es ist ja so, wenn man weiß, wo die so ein bisschen sind, dann hat man es einfacher. Ich beginne jetzt trotzdem mit diesem Item. Was ist das? Ein Stoßzahn. Waren die nicht... Hier, okay, seht ihr? Wenn ich das erste schon direkt so hab, dann läuft das. Dann haben wir jetzt hier... Das gehörte zu den Cloudrunnern. Der muss einfach auswendig lernen, wo das alles ist. Mondbergpass. Nein? Da ist der Mondbergpass. Komischen Reife, wo man dann hochklettern kann. Dann hätten wir... Das Snowhorn. Was ist denn das Snowhorn? Soll das eine da das Snowhorn sein? Man erkennt es ja kaum. Aber ist so. Habe ich jetzt noch das? Das ist vielleicht eines der Sachen für die Lightfoot. Asteroiden ist das da. Gehört ja auch zum Mondbergpass irgendwie. Aber egal. Hauptsache das Ergebnis zählt. Wir haben den Crossover-Geist und gut ist! Creepy Augen ohne Pupillen. Ich habe fast alle Fehler und Bugs, die technischen Probleme ausgemerzt, aber das mit den Pupillen. Das habe ich absichtlich eingebaut, damit es ein bisschen mehr, ja, was anderes ist. Okay, du hast den fünften Crossover-Geist errungen. Es wird zu lange an dem Körper bleiben, bis du ihn zum Crossover-Palast freilässt. Ja, freilässt. This is it, Tricky. It's time to say goodbye. I know you're right, Vox. It's just... Yeah, I know. I'm gonna miss you too. Without your help, this mission would have failed. So I've got something for you. Prince Tricky, Earthwalker, you are now an honorary member of the Star Fox team.
Dad, did you hear that? Me, a member of Star Fox. Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? Oh, wie traurig. Aber noch folgt er uns. Wow, I'm gonna be a spaceman. Können aber nicht mehr mit dem Spiel, ne? Nee, alles leer. Wir können auch, ja, das war's. Mach's gut, Prinz Tricky. Bis hierhin folgte uns nicht weiter. Ja. Das war's mit ihm. Da merkt ihr schon, dass es langsam Richtung Finale geht. Also das merken wir schon die ganze Zeit, aber ja. Es verhält sich ja auch so. Ihr habt ja vielleicht meinen letzten Test zu Star Fox Assault gesehen. Erschien ja auch für den GameCube ein paar Jahre später. Ja, ist ein ganz anderes Spiel. Die Grafik ist nicht so exzellent wie hier. Aber da trifft man auch Prinz Tricky wieder. Und zwar groß und ausgewachsen wird der Fox aus dem Gebüsch heraus umarmen wollen. Los Fox, bring den Geist schnell zurück zum Crossover-Palast. Ich habe deine Flugbahn neu berechnet und dann ist jetzt oben auf dem Palast. Suche nach deiner Landung unverzüglich das Palastinnere auf, um den Geist freizulassen, Pepper, Ende. Oh, wie praktisch. Na, das ist ja praktisch. Wir landen direkt auf dem Crossover-Palast. Wir müssen nicht mehr zum Hühnstein dackeln, ja? Da denkt ja mal einer mit zur Abwechslung. Okay, okay, okay. So, ja, Prinz Tricky, also ich habe es im letzten Test nochmal eingeblendet, das Wiedersehen von Fox und Tricky. Ganz nett. Das quasi, wer hat das gemacht? Namco? Ich bin mir nicht mehr sicher, wer da verantwortlich war, das zweite Star Fox Spiel auf dem GameCube. Jedenfalls fand ich echt knorke, dass die irgendwie, ja, ist ja ein Rare-Charakter und haben trotzdem eingebaut, so. Gut, Crystal ja auch. Eingepflanzt wurden. Deine so Blend-Charaktere. Ich will ja nichts sagen, aber der Run sieht ziemlich gut aus, oder? Macht die Gegner kalt, sammelt alles ein. Ja, ist vielleicht sogar der beste. Run diesbezüglich. Na gut, die zwei habe ich jetzt nicht bekommen. Ich hätte noch. Egal. Machen wir uns nichts draus. Aber ganz schlecht ist der Punktestopp nicht, oder? Noch an erster Stelle. 1245. Dann bin ich zufrieden. So, wir landen direkt auf dem Crossover-Palast. Hey. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das aufsplitten soll, weil viel gibt's nicht mehr zu tun. Es gibt nicht mehr so viel zu tun. Das müsste hier der vorletzte Part sein. Heidewitzka. Okay, gehen wir erstmal rein. Ich glaube, das... Ja, das bläst uns hoch. Der letzte wird hier oben freigelassen, aber das hier, das ist noch nicht der letzte. Es gibt so einen relativ komplizierten Weg. Ich müsste halt nur die Etage wissen. Ich nehme mal die zweitoberste. Könnte hinkommen. Oder war die zweitoberste das... Sharpclaw-Dingens. Das ist wirklich Sharpclaw gewesen. Mhm. Wir müssen uns nicht stressen. Ah, da ist noch ein Weg. Sieh mal einer an. Vielleicht sind wir hier doch richtig. What the f... Ich glaube, wir sind auf einem richtigen Dampfer. Das führt jetzt irgendwie so komisch raus und gut ist. Was zum? Ich dachte, ich könnte einfach rüberklettern. Dann machen wir das halt so. Ich glaube, das war der Witz. Ich glaube, wenn man hier vorher hingegangen wäre... Ja, komm, nimm Glaziola. Geht schneller. Glaziola ist ein Pokémon.
Genießen wir die Aussicht? Eher nicht. Wenn man da vorher hingegangen wäre, dann wäre die Ventilator nicht an und du hättest nicht hier hinkommen können. So, rein mit Nummer 5. Und das öffnet das. Ich bin mir nicht mehr sicher, was genau kam. Also das ganze Ende, das kenne ich absolut in- und auswendig. Wie gesagt, habe ich öfters immer und immer wieder gespielt. Aber bis wir zum letzten Speicherpunkt quasi kommen, dauert es noch ein Momentchen. Denn wir haben noch eine Rechnung offen mit General Scales. So, weiter großer Ventilator. Läuft. Kommen wir hier hoch? Nein. Kommen wir nicht. Wir Säcke. Ach, die schönen Spiegelungen. Klar ist das Spiel gemessen an 2016 nicht mehr over the top, aber ich finde es immer noch schön aussehend. Okay. Ah, gehen wir einfach mal töricht da in diesen Bereich, den wir da gesehen haben. Dort. Nein. Da ist eine merkwürdige Statue des Crossover-Gottes. Da, an diesem. Diesen Schrein wollte ich ran. Das ist aber auch zum Schreien hier. Und dann geht's noch an den sechsten und letzten Crossover-Geist. Ich glaube, ohne Prüfung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gleich sind wir schlauer. Da sehen wir einen Kampfring. Gibt es hier das ominöse Finale? Anscheinend schon. Einen Gegner gibt es hier. Ihr seht es daran. Wo ist dieser eine Gegner? Und wer ist es? Wir erfahren es, wenn wir hier drauf gehen. Im nächsten Part. Also schaltet ein zum letzten Part von Star Fox Adventures. Okay, nicht verpassen, Daumen hoch, bis dann und ciao!